Servus Leute und willkommen zurück in Oros bei Far Cry Primal. So, unser Hundchen hat den letzten Part ein bisschen was kämpfen müssen. Und wir sind noch immer schön auf der Bärenjagd. Und ich will da eigentlich jetzt nicht unbedingt eingreifen, oder? Greifen wir ein. Nein! Der muss... Nein! Das ist Nummer 1. Nummer... So, wir müssen unbedingt unsere Waffen wieder... Wir haben keine Pfeile mehr. Das bedeutet, wir können wieder Hartholz verwenden. Scheiße, wir brauchen unbedingt Hartholz. Ah, ich bin so dämlich. Ich habe ja auf den geschossen. Da hätte ich ja wieder einen Pfeil rausbekommen. Was war das für ein Viech? Wildschweinhaut, okay. Aber wir müssen noch immer in die Richtung und nirgends anders hin. So, gehen wir mal weiter. Das sind irgendwelche depperten Wölfe, die sich gegenseitig schlagen. Will ich mich gar nicht einmischen. So, da unten ist das Blut. Was? Jetzt ist das wieder weg, oder was? Und wo muss ich jetzt hin? Was? 400 Meter in die Richtung? Wieso ist jetzt auf einmal wieder dort? Ich check's jetzt nicht mehr. Ich check das jetzt gerade nicht. Wieso muss ich jetzt wieder in die Richtung? Ich habe ihn ja noch nicht gesehen gehabt, oder? Und da steht ja wieder Spüre den Bären auf. Na. Jetzt sind da zwei so depperte Wölfe auch noch da. So, wieso knurrst du da? Auf jeden Fall müssen wir irgendwo hin. Weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt... Wieso ich jetzt... Jetzt soll ich wieder dorthin? Ach Gott, was machen jetzt? Was ist denn... Wo tun mich die jetzt gerade hin und her hauen? Das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Ich bleibe jetzt am Weg. Schiefer, glaube ich, brauche ich keinen. Holz brauche ich aber. So, die interessieren mich eh nicht. Ich verstehe nicht, warum ich die jetzt wieder zu den Depperten zurückbringen. Zur Höhle. Ich habe ja da die Spur, oder? Ne, ich folge jetzt mal der Spur, vielleicht passt das dann wieder. Seltenes Schilf, da haben wir wieder Hartholz. Ich check jetzt nicht, wo ich hin muss. Was ist denn da schon wieder für ein Viech? Südahorn, haben wir auch, brauchen wir auch für irgendwas. Das bedeutet, wir werden da ein bisschen mehr looten. Ich check jetzt nicht, wo ich hin soll. Bin nur ich zu dämlich dafür, oder? Das schaut ja eindeutig danach aus, dass da der Bär irgendwo ist. Aber er zeigt mir jetzt die Höhle wieder an. Und wenn ich in die Höhe, wenn ich in die Nähe von der Höhle gehe, dann zeigt er mir wieder an, finde einen Bären oder was? Was ist denn da für ein Ort schon wieder? Stillwasser Dwari. Da tauchen wir aber auf jeden Fall runter. Wenn ich irgendwas sehen würde, könnte ich das Paket auch nehmen.
Geil, das ist nämlich überhaupt nichts da herunten. Da haben wir es. Irgendwelche Blätter. So, Gründinger. So, und wir werden jetzt da auch die Heilung umstellen auf das... Ah, warte mal, was ist da noch? Feuerfest könnte ich machen. Ich habe gerade gar keinen Surf-Schnelltaste. Was könnte Geschwindigkeitsboost? Fährtentarnung. Erschwert es Tieren, dich zu entdecken, das ist ja auch nicht schlecht. Na, ich drücke jedes Mal die verkehrte Taste. So, und wieso soll ich jetzt wieder in die Richtung? Also die Höhle wird angezeigt, weil ich dort den Punkt gesetzt habe noch. Jetzt verstehe ich es auch. Okay. Das war der ganze Grund, warum wir die ganze Zeit so dämlich... Na, kommt die nicht? Ich wollte den zähmen. Ah, ich habe kein Fleisch mehr. Das gibt's jetzt nicht. So, da muss irgendwo noch... So, das ist das Grünblatt. Ah, da drüben liegt er, glaube ich, oder? Na, das ist ein Stein. Das sind die Schildkröten. Da drüben muss ich hin. Ich will aber die Steine gleich mitnehmen, da auf jeden Fall. Weil den ich sehe gerade, wir können... Nein, wir brauchen noch Stützstein. Wir können, glaube ich, nichts. Na doch, ein Blödsinn. Ich sag lieber nichts mehr. So, was kommt denn da jetzt auf uns zu gerade? Ich habe schon wieder kein... Ich habe schon wieder kein Fleisch. Oder noch immer kein Fleisch. Ich sollte jetzt eigentlich ein paar Viecher töten. So, das haben wir. Da gibt es irgendwo Holz gleich noch, da vorne. So, das haben wir mal gemacht. Dann haben wir da gleich wieder ein grünes Kraut, was wir gerade verbraucht haben. Und die Spur geht noch immer in die Richtung weiter. Ich verstehe nicht, wie lange ich ihm folgen muss. Ob es da irgendwann ein Ende auch gibt. Sozusagen, dass der irgendwann stehen bleibt. Wahrscheinlich bringt uns der in die Bärenhöhle oder so irgendwas hinein, wo nachher 30, 40 Bären drinnen sind. Obwohl Bären ja eigentlich Einzelgänger sind, glaube ich. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Ich wollte den Pavian in den Hintern schießen. Mach das einmal. Danke sehr. Nein, ich will dich nicht heilen. Ach Gott. Ich will eigentlich den Affen häuten. Ja, da gibt es wieder mal Steine. Und ich glaube, die Höhle haben wir entdeckt. Gut, ich glaube, in der Höhle wird nämlich der Bär... Da ist er. Verfolge die Fährte, bestimmt selten die hinterlassen. So, ich muss unbedingt... Den kann ich nicht. Ich habe voll verkackt jetzt. Ich hab's so verkackt. Ist der hängen geblieben, der scheiß Bär da im Wasser? So, ich würde sagen, das war's. Ah, der kommt da nicht raus. Geil, der wollte da rausklettern, aber kommt aus dem Wasser da nicht raus. Weil es da zu tief ist für ihn. Was findet die Jäger? Und wo soll ich dann das suchen? Aber ich würde zuerst gerne den wieder beleben. Und den anderen Wolf da lassen. Oder weggeben.
So, dann machen wir sich einmal die zweite, dann machen wir das auch voll. Ah, Köder muss ich erzeugen selber aus Fleisch. War auch dämlich. So, jetzt ist halt die Frage, findet ihr Jäger? Ich könnte mir vorstellen, dass die in der Höhle sind, was wir gerade entdeckt haben. Ah, schauen wir mal nach. Checkpoint. Irgendeine Ladesequenz. Du an Mann Mama Fadi. Die Igwar Cham Cham Shadafmas. Schlangwigwan Dafmas. Ja, genau. Ihr habt mich ermüdet und ich hab schön umbringen können. Ist ja erst der vierte Bär, den ich umgebracht habe oder sowas. Also eigentlich besser Mund halten als. Auf der Jagd abgeschlossen, so soll's sein. So, ich will aber da gerne 17 Bevölkerung. Ja, 17 ist Arsch. Halt, 17 ist Arsch, ist blöd gesagt. Wir brauchen 40 für das nächste Ding. Deswegen ist eigentlich ein bisschen wenig noch. Aber wo sind wir da jetzt? Wir sind da mitten im Nirgendwo. Ich bin gerade am Überlegen. Wir hätten da den Außenposten, den werden wir auf jeden Fall einnehmen. Und ob wir den nicht gleich weit in Richtung Norden brechen, in Richtung Handwerker. Das wäre so der idealste Plan, glaube ich, von mir. Glaube ich, ja. Klingt gut. So, da oben ist das Venja, da kommen wir mal nicht hin, das ist ganz klar. Da brauche ich wieder meine... So, und wo ist jetzt der hingerollt? Ja, komm, roll weg von mir. Feuersteine. Sag nicht, da kommt jetzt ein Unterwasserviech. Ich hab's noch gesagt, irgendwann in den ersten Parts. Im Wasser werden sicher wieder irgendwelche Scheißviecher sein. Außenposten, ja, ich weiß, das ist ein Außenposten. Außenposten sind feindliche Lager, die vom feindlichen erobern sie alle im Ohr sind einem sicheren Ohr. Außenposten kann ein Schnellreiseziel, bla bla. Nach der Eroberung eines Außenposten werden die Rohstoffe deines Feindes in dein Wohnungslager geschickt. Du kannst damit die Hütten in deinem Dorf verbessern. Das weiß ich schon alles. Ich will nur schnell da rausschwimmen, bevor mich die Scheiß Piranha umbringt. Obwohl der eh schon wieder weg ist, so wie es ausschaut. So, und wo ist der? Na, da müssen wir anzünden. Nein, das ist die falsche Taste. So. Nein, wieder angezündet. Und der Wolf geht natürlich auch schön hinein. Ich will die Keule nicht entzünden. Ich will eigentlich nur rein und das looten. Na komm, brenn aus. Weißfisch und Wolfsfell. So. Da müssen wir uns jetzt irgendwie ein bisschen klug vorhandeln. Für was habe ich jetzt die 5 Experience Points bekommen? Für dass ich da hochklettert bin, oder wie? Nochmal 5, okay. Habe ich keine Ahnung, was das da drüben ist. Ja, ja, ich weiß schon, dass es das ein Außenposten ist. Ah, ich könnte eigentlich die Eule nehmen. Bist du deppert? Das sind einige. Und ich habe kein Scharfschützengewehr. Das wäre so easy going von da her oben. Ich will nicht auf die Distanz schießen. Was? Das war ein Hedi. Was ist Gegner? Was? Warnung, Gegner in der Nähe wurden gerufen. Ich sollte mich heilen unbedingt. So, Kopfschuss, Kopfschuss. Jetzt ist es eigentlich schon egal, oder? Würde ich sagen.
wie viel wir noch aufdecken. Hey, 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 Junge, wo bist denn du? Ich seh dich nicht. Da drüben seid ihr. Wo war denn der? Jetzt ist der Depperte. Na, geil, da vorne ist auch einer. Nein, das war jetzt dämlich von mir. Ach Gott. Okay, das darf ich nicht so einfach machen. Hä? Wo ist der Punkt? Na, jetzt muss ich da wieder durchschwimmen. Da hat er mal wieder irgendwie nachher den letzten Punkt sozusagen gestrichen. Ich verstehe nicht, warum es mich so weit zurücksetzt bei dem Außenposten. Und wir müssen. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen, aber. Den kann ich nicht leise machen, oder? Rufen die nicht sofort immer Verstärkung? Beziehungsweise, wenn ich den ersten halt niedergemacht habe, war es ja das Problem, dass der sofort irgendwie. Ja. Die anderen alarmiert hat. Nein, du hast mich nicht gesehen. So, ich bin mir nicht sicher, ob die schon alarmiert haben, glaube aber nicht. Der Wolf ist das Problem, glaube ich, bei den Sachen. Wo sieht er mich einer? Da drüben. Na. War das kein Kopfschuss? Na, oh ja, habe ich irgendwie niedergemacht. So, wir brauchen unbedingt Pfeile. Auch wenn ich jetzt das ganze Hartholz dadurch verschwende. Aber ich brauche die. Kopfschuss. Kopfschuss. Ich will da keine, ich will da keinen Gegner herholen lassen. Weil da ist das depperte Horn. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das da schießen kann. Wir werden das mal ausprobieren. Ha! Nein, geht nicht. Ich bin mir nicht sicher, weil die sind dahinter gelaufen. Da drüben steht auch einer. Die Musik passt einfach gerade voll perfekt. Kann nicht ruhiger sein, dass ich die ein bisschen höher, wo sie sind. Da unten ist einer. Wir werden es so machen. Ganz kurz nur die Eule zum Spotten drüber hauen. Dass ich alles sehe. Da vorne ist einer, der hat ein Horn. Ich glaube, das reicht schon. Ich glaube, das reicht mir schon. Es sind eins, zwei, ja, zwei Leute, glaube ich noch. Drei Leute. Nein, ein, das ist ein Gefangener. Auf die Distanz zu treffen ist halt auch eine Sache. Nicht getroffen, oder? Halt getroffen schon, aber. Nein, das gibt's jetzt nicht. Wieso müssen die jetzt Warnung rufen? Okay, das war viel zu kurz. Und wo ist da einer? Geil. Wie die mich jetzt gesehen haben, freue ich mich auch. Nur durch den einen, aber. Das ist ja dämlich.
Schön gewartet. Da ist aber noch irgendwo einer. Geil, geil, geil. Nein. Das war jetzt dämlich. Wenn ich jetzt wüsste, wo der eine ist, der mich das sieht. Boah, es sind jetzt urviele. So, Kopfschuss. Sofort den Speer wiederholen. So. Ich soll viel mehr mit dem Speer machen. Das ist einfach so ein One-Hit. Du kannst einfach irgendwo den Körper treffen. So, wo ist der letzte? Außenposten befreit! Aber den gibt es sicher auf Meister, dass man auf 100% spielt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das dazugehört. Bin mir halt, zumindest wenn man so die anderen Far Cry-Teile kennt, einfach. Neue Rohstoffe wurden als Belohnung hinzugefügt. So, und ich würde sagen, das Dorf hier und den ganzen Loot werden wir erst im nächsten Part dann erkunden. So, wir haben jetzt 23 Bevölkerung, das schaut auch geil aus. Bis morgen dann, oder? Im nächsten Part einfach. Bis dann, ciao.